Hast du eventuell noch Stahl? Stahlplatten habe ich gerade reingetan. Ah, nee, hast. Perfekt. Okay, dann brauche ich noch. Da. So, dann tue er sie da unten ins Amiri. Ja, wenn ich es rausgenommen hätte. Du bist ein Profi. Ja, ich weiß. Der erste und zweite Induction Furnace. Und wir haben den Industrial Blast Furnace, den ich nicht rausnehmen kann. Ich hab ihn rausgenommen. Lol. So, Industrial Blast Furnace. Da wir hier oben die kleineren Maschinen stehen haben, machen wir mal hier einen Hopster nach unten. Ja, das war zu weit nach unten. Aha. Arschloch. Und zwar wollen wir hier die großen Maschinen hin tun von QuackTech etc. und so fort. Und ja, das wird so ausgesprochen. Weißt du, ich liebe meine Freunde. Irgendeinen Weg finden sie immer. Du errätst jetzt nie, worüber sie mich gerade angeschrieben haben. LOL? Nein, Hamachi. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Aufnahme gehört hat, aber ja, wenn ja, ich wurde gerade von einem Kumpel über Hamachi angeschrieben. So, denn das wird Blast Furnace, wenn wir reinschauen. Incomplete Machine Casing. Tun wir mal Cobblestone rein. Passiert nichts. Warum? Richtig. Hier sieht man den Aufbau. Der braucht da schon noch ein bisschen mehr. So, und zwar, wenn ich mich recht erinnere, reichen bei dem zu Anfang Standard Machine Casings. Könntest du vielleicht noch währenddessen ein paar Kabel machen? Kann nicht. Sinn? Ja. Jo, das sind auch nur Standards für den Anfang. Den kann man halt immer noch später upgraden, indem man mal. Wie heißen sie? Und so. Ja, denke ich auch. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Scheiß Alzheimer-Gedächtnis. Kann man upgraden über die Advanced Machine Casings und wie heißen sie? Meine Güte. Heute habe ich es aber echt. Boah. Meine Güte. Highly Advanced, meine Güte, jetzt habe ich es. Aber wenn gedauert. Ja, lass mich fett alt. Soll ich was sagen? Du, au. Du wirst auch älter. Ja, ich werde älter. Ah, nicht so alt wie du. Wie alt bist du jetzt? 17, ne? Bald. Ja, in der Folge bist du 17. Ja, in der Folge dann ja. Aber hier bist du noch 16. Schöne 16. Alter, 17. So jung muss man dann mal sein. Dann kann man ja nicht mal mehr vervollnehmen. Ich habe manchmal heute das Problem, dass die Kisten nicht aufgehen. Ja, kann auch immer noch im Serverumzug liegen, ne? Ja. Ja, wir sind beim Server umgezogen, aber wohin, sag ich mir lieber nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder so. Ja. Da bin ich jetzt halt wirklich lieber mal vorsichtiger. Ich bin ja schon froh, dass keine Werbescheiße kommt. Ach ja, und von der einen Geschichte im Forum, worüber wir gestern nochmal gesprochen haben, erzählen wir auch noch nichts, ne? Ah ja, ja okay. Kannst du vielleicht noch ein paar Machine Casings machen? Wir haben doch bestimmt hier noch irgendwo einen Eimer, oder? Standard? Ja. Gucken wir uns mal hier an, ein bisschen Lava.
weil der Industrial Blast Furnace braucht auch als Heizquelle innen drin zwei Lavaquellen. Oh, das ist aber auch wieder eine Materialschlacht, ne? Ja, merke ich schon. Ich bin hier auch nur von Ort zu Ort. Ich habe ein bisschen Kabel gemacht. Sehr gut. Das finde ich auch hier halt das Schöne an Quacktech, weil normalerweise ist es ja wirklich immer so, juhu, wir haben Erze, wir können eine neue Maschine bauen. Fertig. Bei Quacktech. Okay, ich muss dafür da jetzt hin. Da. Drei Folgen später, ja, wir haben endlich diese Maschine. So, machen wir mit der nächsten Maschine weiter. Naja, das ist Quacktech. So, die. Hey, wo ist das Himmel Staloy hin? Das Himmel Staloy, das habe ich schon teilweise wieder weiterverarbeitet. Oh, okay. Ja, ich hab da jetzt eine Fackel gesetzt, aber drauf geschissen. Na. Für das Kabel. Ach so, ja. Na, wo ist es? Da. Da ist der Angriffspunkt. Brauchen wir noch mehr Machine Casings? Ja. Okay. Der genau. Ist vier Blöcke hoch. Ja, 5 und dann 9 wieder oben. Brauchen wir noch 14 Stück. Mach ich hier gerade zu. Wir wollen ja nicht hier, dass er irgendwas spawnt. Das sind 14 mal 9. Bist du so schlecht in Mathe? 14 mal 9. 126, oder? Keine Ahnung, ich war selbst so falsch am Rechnen. Auf jeden Fall brauchen wir noch genug Eisenplatten. Ja. Sind ja immer noch in der Mache. Ja, holt sie ja immer wieder raus. Das Ganze müssen wir irgendwann noch mal automatisieren. Oh ja. Weißt du, was mir gerade auffällt, was mir richtig hier irgendwie fehlt? Was? Refined Iron. Ne? Fällt mir jetzt auf, dass es das gar nicht mehr richtig gibt. Oder? Doch, Refined Iron gibt es noch. Stimmt, aber wofür brauchen wir das eigentlich? Das kann man aber auch nicht mehr herstellen. Brauchen wir noch für gar nichts mehr. Früher war das noch voll oft da. Ja, genau deswegen ja. Wie sieht das denn gerade hier aus? Ja, immer noch eins. Stahl. Incomplete Machine Casing. Wie sieht's mit dem Machine Casings aus? Ja, wieder zwei Maschinen. Ne, drei Maschinen. Basic Machine Casings. So, 14 brauchen wir noch. Ja, ich weiß. Boah, ich habe gerade ein bisschen echt was Kopf- und Rückenschmerzen. Kopfschmerzen ist quasi bei mir schon klar, wenn ich einfach mal rausgucke. Also bei uns ist gerade wirklich Weltuntergang. Gewitter, Sturm, Regen, alles. Bei dir zu Hause noch alles in Ordnung vom Wetter, oder? Es ist dunkel.
Und ich bin draußen. Hä? Ich habe in der Project Bench auf ein Rezept geklickt mit Fragezeichen. Shift Fragezeichen. Ich habe gerade einen riesengroßen Fehler begangen. Auch? Ja. Der Client schmiert dabei ab. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Ich mache ja immer, weil manchmal klappt es ja, wenn man jemanden nachher noch anschlägt, dass er dann deutlich rausfliegt. Ach naja, bei mir, ich bin komplett rausgeflogen. Ne, weißt du, du sagst, oh, ich bin raus. Ja? Ja. Ich schlag dich einfach mal an. Something weird is happening to you. Oh. Das ist echt noch gewöhnungsbedürftig. Kannst du die bitte echt wieder ausziehen? Nee. Du wirst nur nicht alleine oben sein bei der Todesanzeige. Lag mich einfach nicht mehr und ich nehme sie wieder ab. Du bist ein Arschloch. Du weißt genau, wie schwierig das für mich ist. Genau deswegen hat Butze mir sie ja geschenkt, ne? Ich glaube, ich muss mal mit Butze reden. Ach ja. Also Butze, wenn du das hörst, wir beide reden nochmal. Ich habe ja meinen Hausgrafen nicht mehr unter Kontrolle, dank dir. Kann auch das Laden von meinem Minecraft wieder abbrechen, ne? Puh. Siehst du, genau das meine ich, Putze. Danke. So, Lava ist drin. Wollen wir dann gleich noch die erste Stainless Steel Produkt machen? Und dann, warte, ich schau mal, wie viel die Zentrifuge kostet. Ja, Industrial voll falsch geschrieben. Wir brauchen 4 Stainless Steel und 2 Advanced Circuits. Oh. Und einen Extractor, okay. Wir könnten auch eigentlich, wenn der Blast Furnace heute fertig wird, könnten wir noch mal gucken, ob wir eine Zentrifuge fertigstellen. Oder wir könnten so viel sein und das uns für die nächste Folge aufheben. Ja. Frag bitte nicht. Werde ich schon nicht. So. Und bevor ich jetzt wieder irgendwelche Kommentare kriege. Ey, mach das doch über Compressed Redstone, das ist voll die Verschwendung. Was? Okay. Alles okay? Es kam gerade wieder die Meldung, something weird around happens you. Also ja, die kommt ein paar Mal danach noch auch. Aber da passiert aber nichts mehr. Und das hatte ich nach diesem Creeper-Überfall nochmal glauben. Hallo, ich hab das mit Butze eine halbe Stunde lang gespielt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich trau dem Raten immer noch nicht. Also solltest du Furzgeräusche hören, dann ist es immer noch da. Wieso kommt hier gerade ein Alarm? Also, ist auch ein schönes Feature. Ey, ich hab grad einen Schrecken fürs Leben bekommen! Ach ja, ach ja. Die Hose ist genial, ne? Ich krieg schon jedes Mal morgens einen Schrecken, wenn ich diesen Scheißwecker höre. Ach ja, ach ja. Das könnte.